Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Wheelspin steht mal wieder an. In den Kommentaren wurde es schon des Öfteren jetzt geschrieben. Mensch, jetzt kam schon eine Weile kein Wheelspin mehr. Da haben wir gedacht, ja, habt ihr recht, machen wir wieder. Und das in der ganz, ganz klassischen Ausgabe mit dabei. Heute haben wir Andy, Acidburn, Pluto Kaskade, Mr. El Vinco ist wieder am Start. Crapper, Yoshi, nur 24 Stunden Racers, Cracks Gaming, iBronx, K2-Driver. Ich nenne dich einfach Kai. Kai, korrekt. Ist da dabei. Und Nivo, grüß euch alle. Hallo. Servus. Ja, hat mal alles absolut verstanden und alle auseinanderhalten können. Bei Wunderbar. Ja, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und drehen dreimal am Rad. Das ist nicht oft. Deswegen, ich habe schon gesagt, mein Budget wird heute wahrscheinlich um die 30.000 sein. Man kennt das nicht anders. Auf geht's. Okay. Oh mein Gott, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so geil, aber ist egal. Hauptsache, das schon mal gezogen zu haben. What? Ich glaube, das hatte ich noch nicht tatsächlich, was ich gerade gezogen habe. Was geht denn heute mit Spins ab? Please. Ich hab schon gar nicht grünes Alter. What the? Okay. Alles klar. Darf man. Ich glaube, wir müssen. Andi, wir müssen mal. Was einführen in Wheelspin, in Wheelspin-Format, weil das Format kommt ja dann doch in der Summe des Öfteren. Und zwar so ein Wheelspin-Bankkonto, dass man sagen kann, okay, jetzt habe ich ein bisschen was über, das mache ich jetzt mal auf mein Wheelspin-Bankkonto für schlechtere Folgen. Nur weil du jetzt einmal Kohle hast. Nein, machen wir nicht. Aber davon könnte ich in mindestens 20 Wheelspin-Folgen von zehren. Ja? Mit den Standards? Veto. Schade. Okay, schade. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wenn alle dreimal gezogen haben und sich die Preise notiert haben, dann gehen wir mal zurück zum Festival oder zu eurem Haus eurer Wahl. Und dann wie immer, wir haben 15 Minuten Zeit zu tunen, zu designen, zu testfahren, was auch immer. Oder Däumchen zu drehen oder sich einen neuen Kaffee aus der Kaffeemaschine rauszuleiten. auf jeden Fall, viel Spaß euch allen. Danke. Später. Oh ja, ich weiß. So, da läuft schon die Zeit. Ich glaub's nicht, oder? Ich ziehe den Millionenspin. Ich glaub, ich wäre irre. Ich meine, wir können das nicht nutzen. Ja, also, weil ich halt ein Auto leider gezogen habe. Sonst hätte ich ja ein Auto kaufen können für den Betrag, was natürlich geil wäre. Kann ich jetzt nicht. Ich bin ja jetzt verpflichtet beim normalen Wheelspin-Format, den Ferrari FF zu nutzen. Aber gut, ist mir egal. Hauptsache, das nur mal bekommen zu haben, finde ich halt schon echt geil. Echt geil. Echt geil. So, wir nehmen den neuen hier. Krass. Echt krass. Ich muss ja auch nichts ausrechnen, ja? 1 Million plus die 140.000 auch noch. Allein die 140.000, der 140.000er Spin, ist ja schon, ne? So, wir überlegen auch gar nicht lange. Wir bauen einfach alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir nehmen natürlich den Racing V. Wobei, ist der Racing V12 wirklich besser? Das ist jetzt die Frage. Der ist auf jeden Fall leichter, was ja an sich schon nicht schlecht ist. Wir würden weniger Drehmoment wahrscheinlich haben. Ja, wir nehmen den, komm, scheiß drauf. Ey, wenn wir jetzt die Kohlen haben, dann machen wir alles. Allrad haben wir schon. Ja, wir machen auch, wenn es hässlich ist, aber wir machen es trotzdem, weil es halt was bringt. Sieht so scheiße hässlich aus. Aber es ist Wheelspin, es ist egal. Es darf hässlich aussehen. So. Ja, das Ding wird sich halt so shitty fahren, ne? Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ja, das sieht natürlich richtig. Ne, wir machen nur die erste Stufe, aber es wird halt echt nicht gut sein, das Fahrzeug, ne? Weil achtet mal, also von den Werten hier links, einfach mal so als Pro-Tipp, kann man, glaube ich, als einzigen Wert, als Richtwert, natürlich auch nicht immer zu 100%, aber als Richtwert kann man diesen Handling-Wert, den kann man schon so ein bisschen als Richtwert nehmen. Und ich sage es mal so, bei Richtung S1 900 solltet ihr euch zwischen 8,4 und, sagen wir mal, 8,8 oder höher bewegen, damit sie es geil fährt. Wir sind nicht mal bei 8. Also, ja, kann man jetzt schon sagen, das Ding wird sich nicht gut fahren. Aber das ist mir sowas von egal.
sowas von egal. So, das wird jetzt natürlich einiges bringen im Wert, aber trotzdem auch nur 8,5. Das ist nicht gut, das ist wirklich nicht gut. Naja, gut, egal. Einfach mal rein da. Ich weiß nicht mal, ob wir den auf X bekommen. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr auf X. Das ist eigentlich schade, wir haben so viel Geld. Naja, gut. So, so, so. Ja, das ist der Aufbau. Wunderbar. Oh, ja. Sieht super schön aus. Auf jeden Fall. Gut, ich könnte eigentlich noch leichtere Felgen eigentlich raussuchen, ne? Komm, wenn schon, denn schon, dann machen wir das jetzt auch. Ja, komm zurück. Danke. Das ist bestimmt auch noch im Budget. So, ja, hier sind eigentlich die leichtesten Felgen drin. Sollen wir so Formel 1 Felgen? Also komm, ganz ehrlich, jetzt ist eh schon alles zu spät. Jetzt ist sowieso schon alles hässlich. Dann können wir auch so Formel 1 Felgen nehmen, oder? Das bringt bestimmt den ordentlichen Formel 1 Effekt. Machen wir. So, eiskalt, kenne ich nichts. Rein da. Ich meine, mit dem, ich sag's mal, Gold-Bronze-Ton sieht es ja gar nicht mal so verkehrt aus. Aber die Felgen an sich passen halt null dazu. Oh, das Ding wird sich so kacke fahren. Weil das Schlimme ist, es ist eine normale Wheelsman-Ausgabe. Hier gibt es in der Regel am wenigsten Budget. Und ich habe einfach mehr Budget, als ich in einer Goldigger Edition oder so mal gehabt hätte. Das ist echt heftig. Weil es fährt sich sogar noch ganz okay, würde ich meinen. Also ich hätte es jetzt echt schlimmer erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte es jetzt echt schlimmer erwartet. Der Motor hilft halt viel, ne? Der Motor ist halt echt gut. Weil der halt die Leistung ganz ordentlich abspult und ja. Jetzt müssen wir aber mal gucken, von der Übersetzung ist relativ lange, ob wir die nicht sogar vielleicht einen Ticken kürzer setzen. Weil der sagt eigentlich nö. Ne, komm, wir lassen es mal. Wenn er sagt, das ist so gut, dann. Weil die Anzeige da unten rechts ist manchmal auch gar nicht richtig. Ich weiß es gar nicht. Ja, ein bisschen schneller könnte er, aber. Das können wir gleich mal auf der Autobahn testen. Wir machen mal hier ein paar Einstellungen noch. Stabis. Ja, ich glaube, wir können halt hier wirklich in die Vollen gehen. Dieses klassische, machen wir mal so Sicherheitspuffer rein, aber schon so diesen extrem niedrigen und hohen Wert. Könnte halt Offroad uns ein bisschen Probleme bereiten, denn es gibt natürlich auch Offroad-Challenges. Ja, ich würde aber von den Federn tatsächlich gar nicht so viel, vorne vielleicht ein bisschen weicher, aber sonst gar nicht so viel irgendwas härter oder sonst was machen. Freiheit würde ich sogar auch ein bisschen erhöhen, vielleicht sogar. Dämpfer. Mal etwas niedrigere Werte anstreben, finde ich vielleicht auch nicht verkehrt. So, ja, Aero gehen wir halt in die Vollen, weil die Topspeed fahren wir eh in keinem der Disziplinen aus, gehen wir mal stark davon aus. Ich denke, wir brauchen hinten jetzt nicht ganz so viel, aber dass halt ein bisschen irgendwo rumgeht, ne? Also, das wäre vielleicht schon nicht verkehrt. Ein bisschen weniger Sperre auf der Vorderachse. Das ist okay. 81er Verteilung, können wir sogar vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte gehen. So, na gucken wir doch mal, wie sich's fährt erstmal. Oh ja, das ist jetzt natürlich super hecklastig. Also. Weg da! Ja, der ist ein bisschen. Okay. Also ein bisschen dann doch zu viel hecklastig. Deswegen machen wir mal ein bisschen doch mehr. Sonst bist du dann nur am Gegenlenken. Das ist ja auch nicht so Sinn und Zweck der Geschichte. Dann gewinnen wir damit auch nichts. Ja, Gelände müssen wir halt gleich mal gucken.
Aber da hoffe ich einfach, dass Allrad regelt. Ja, aber der liegt jetzt so auf jeden Fall schon mal ein bisschen stabiler. Aua, das war dumm. Wir sind schon Besseres gefahren, das steht fest. Ah, wir sind auch schon Schlechteres gefahren. Das steht auch fest. War da was? Ich glaube nicht. Er ist schon sehr weich. Also normalerweise würde ich den härter federn auf der Hinterachse. Aber ich lasse es mal. Einfach aufgrund Geländetauglichkeit und so. Was wir jetzt auch gleich mal noch testen werden. Ja, aber es ist fahrbar, denke ich mal. Na, vielleicht den Radsturz vorne noch ein bisschen erhöhen. Ja, heute nehme ich jeden Zivilisten hier einmal mit oder Passanten mit, wenn man das auch immer ausdrücken möchte. Und den nächsten. Ich bin aber auch die ganze Zeit im Weg. Man kann echt schlecht mit dem Ding auch ausweichen, weil die Lenkbefehle nehmen das Fahrzeug ganz, ganz verzögert wahr. Was mich aber auch nicht wundert, ehrlich gesagt. Ja, wir können halt echt nochmal ein gutes Stück. Bricht der jetzt hier aus? Hier ausbrechen. Ja, okay, wir können hinten tatsächlich, das ist interessant. Wir können hinten tatsächlich mehr fahren als zunächst gedacht. Wir fahren hinten mal so und wir fahren vorne weniger dann sogar. Ich glaube, oder machen wir es mal so. Bei dem Fahrzeug. Einfach aufgrund des Fahrwerks, wie es eingestellt ist, in Verbindung mit den Stabis, ist es halt einfach fast schon so. Mhm. Der richtige Weg. Dann ist auch die Lenkung normalerweise jetzt ein bisschen direkter. Okay. Sollte das eigentlich so passen? Geben dem hier nochmal ein bisschen Nachlauf und dann sollte das eigentlich passen. Und dann gehen wir mal ganz kurz ins Gelände und dann gehen wir auch mal noch ganz kurz auf die Autobahn und kurz mal das Getriebe auschecken. Ich glaube, das könnte ein bisschen kürzer dürfte es sein. So durch die Felder können wir auf jeden Fall ganz gut fahren. Oh mein Gott, das wird böse enden. Ah, der macht das eigentlich ganz ordentlich. Gehen wir nochmal schnell auf die Autobahn, checken das mal aus. Ich denke, das Getriebe kann wirklich kürzer ein bisschen. Der erste Gang vielleicht nicht. Ich denke, der ist okay, wenn der ein bisschen länger ist, um aber die Power auf den Asphalt zu bringen. Checken wir es einfach mal aus.
Ja, also ich würde fast schon behaupten, wir können... Da, wo jetzt der Fünfte ist, da muss der Sechste hin. Den Ersten lassen wir, das heißt, wir passen das einfach so nach und nach an. Sprich, wir haben sogar 7 Gänge. Ja, holla die Waldfee. Ja, pass mal auf, dann machen wir das sogar anders. Dann machen wir... Da, wo jetzt der Fünfte ist, muss der Siebte hin. So. So, dann muss der hier auf jeden Fall auch um einiges höher. So, das kriegen wir alles noch hin. Das haben wir gleich. Sie auch schön ineinander übergreifen. So. Buddy. So. Machen wir das mal so. Oder? Ich glaube, das ist gut so. Und dann fahren wir das nochmal ganz schnell, ob das so gut funktioniert mit dem Durchbeschleunigen. Nein. Ja, wir bleiben halt immer schön jetzt über 9000 Umdrehungen. Das ist halt echt krass. Also das ist jetzt natürlich richtig heftig. Aber ich glaube, bei dem Motor ist es auch gar nicht schlimm, weil Hochdrehzahlmotor zwar mit Turbo, aber trotzdem glaube ich, ist es gar nicht so verkehrt, so wie es ist. Und im Zweifel, wenn wir mal im falschen Gang sind, sind wir quasi gar nicht im falschen Gang, weil die so nah aneinander sind. Das passt schon. Und ich meine, ja, so mit einem Racing-Motor, dann Renngetriebe drin und alles, dann ist es ja halt hier richtig jetzt hier Formel-1-Niveau. Ganz klar. Ja, passt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück zum Flugplatz und dann schauen wir mal, was die anderen so aufgebaut haben. So, da stehen die Brachtfahrzeuge und zum Teil auch noch im Tarnmodus, aber wir gehen jetzt sowieso einzeln auf alle drauf und wir beginnen mal ganz außen bei iPronx mit seinem RX-7. Was hat er denn da so Schönes gemacht oder gezogen oder wie auch immer? Ja, also ich habe so 120.000 Credits ungefähr gezogen. Dann habe ich mir einen RX-7 geholt für 30.000, habe da kompletten Aufbau reingepackt. Allrad, Rennreifen, dicke Reifen. Und einen schönen V8 rein. Ja, jetzt, und hinten natürlich noch ein bisschen Anpressdruck, Forza Wing hinten drauf und dann geht das los, ne? Okay. Ja, bei mir war natürlich vor allem Ästhetik und Optik das Wichtigste. Deswegen natürlich FF und Forza Flügel. Nein, natürlich nicht. Das Auto habe ich halt gezogen. Ich musste es nehmen. Hat natürlich den eigentlichen geilen Hauptspin-Spin ein bisschen kaputt gemacht. Aber das war mir egal, hauptsächlich den Hauptspin-Spin mal gezogen zu haben. Was mir wert, machen wir auch kein Geheimnis hier in der Truppe. Ja, ich habe tatsächlich, der erste Spin war der 1-Million-Spin. Also, ja, gut. Und das Transparentpaket hast du scheinbar mit reingebaut? Was für ein Transparentpaket? Ach so. Ja, habe ich mit drin. So, ja. Sieht man auch die schönen Felgen hier. Ja, extra Formel-1-Technik verbaut, ist doch ganz klar. Mit Racing-Motoren, allem drum und dran. Das ist natürlich ganz wichtig. So, weiter geht's aber. Yoshi? Genau, ich hatte die Wahl zwischen einem Land Rover Series 3 von 1972 und einem VW Touareg R50 von 2008. Den gab's aber nur im Bündel mit einer Skittles-Kooperation. Die haben mir dann noch 50.000 zum Tuning zur Verfügung gestellt. Das ist ja ganz neu. Wheelspin Sponsored Edition, alles klar. Ja, ein bisschen tiefer gelegt, nur ein bisschen. Okay. Weitere Reifen, Rennreifen und hinten Aero. Okay. Dann Kai. Ich hatte 190.000 im Spin, hab mir für 120 die Giulia geholt, mit 70.000 fast Vollaufbau auf den Serienmotor. War stolz, wie Oscar, dass ich noch 50 Credits über hatte und hatte ein Tuning dann gemacht, hab das Differential vergessen. Braucht kein Mensch.
Gut, Asset. Ja, ich habe im ersten Spin diese wunderschöne Schwedin hier gezogen. Nicht. Den Volvo gab's und dann hatte ich noch 180.000 zum Tune. Ich habe dann RB26 Swap mit Allrad und ja, Motorvollaufbau und ein bisschen Offroad tauglich. Okay. Dann, Andy. Ja, während Ray heute eine Goldiger Edition macht, so halb, mache ich heute eine Ray Edition. Ich hatte 30.000 zur Verfügung. Nice, finde ich gut. Es war sogar nur ein 10.000er Spin drunter. Also wenn wir die Regel nicht hätten, wäre ich, glaube ich, gerade so über 20.000 gewesen. Ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Okay. Kenne ich aber nur zu gut, ja. Das kenne ich nur zu gut. Und diesen Vauxhall VX220, also den Opel Speedster, wollte ich nicht nehmen. Ja, den haben wir schon oft genug gesehen hier, ja. So, dann haben wir einen GMC von Bluto, der ganz schnell Pakete ausliefern möchte, hat er gesagt. Ja, also ich hatte 20.000 nach den ersten beiden Spins und dann auch den schönen GMC hier gezogen und ein bisschen mehr Leistung und irgendwie geguckt, dass er ein bisschen schneller wird. Mehr ist aber nicht möglich gewesen. Okay. Dann weiter geht's, nur 24 Stunden Racer. Ich hatte im ersten Spin recht viel Glück, hab dieses schöne Auto gezogen. Dann aber nur noch 20.000 weitere Credits fürs Tuning. Da hat dann ein B-Turbo und voll aufgeladener reingepasst und ein Allradantrieb und dann war das Geld eigentlich auch schon wieder weg. Also die Ferraris kann ich heute sehr gut durchschauen. Ja, die kann man gut durchschauen, ne? Das ist so ein Paket mit drin, weißt du? Mhm. Ja, also machen wir weiter, Crapper. Den habe ich heute schon mal abgerammt. Ich habe Spuren hinterlassen, wie man sieht. Ich musste direkt einen neuen Heckspoiler ranmachen. Nee, also ich hatte richtig viel Glück heute. Also erstmal ein Shelby, dann noch ein 650S und dann 100.000. Das heißt, ich habe dann den 650S auf voller Four gemacht und dann noch das schöne Design draufgepackt. Ja, hoffen wir mal, so tief wie der liegt, dass heute nichts Offroadiges kommt für dich. So, Vince. Ja, zwei Jahre hat's gedauert. Martin und Vince, das ist ja eine unschlagbare Kombi, habe ich gehört. Na klar. Ja, zwei Jahre hat es vorher gedauert, dass ich mal ordentliche Wispin-Folge abkriege, ne? 550.000, da habe ich gesagt, lass ich mich nicht Lumpen bauen, V12 mit B-Turbo voll und ja, der ist dann die Zähne bewaffnet. Alles klar. Dann haben wir hier noch Nivo. Jo, gleich im ersten Spin diesen schicken Camaro Z28. Dazu noch 60.000 fürs Tuning, leichter Offroad-Aufbau, bisschen mehr Leistung. Mal gucken, was wird. Alles klar. Und last but not least haben wir noch Scrax Gaming, der heute mit seinem Corsa ein bisschen uns auf Rallye-Disziplin das Fürchten lernen will. So schaut es zumindest mal aus. Ja, ich habe zuerst mal über 100.000 Credits gezogen. Kann schon mal verraten, so viel habe ich nicht mehr ausgegeben. Also Vollaufbau, dachte ich mir so, was könnte das Ding vielleicht irgendwie können, so mit dem Leistungsding. Habe ich mir gedacht, so Offroad, ach komm. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, nächste Disziplin, die uns erwartet, oder erste Disziplin, die uns erwartet, ist natürlich das Track Race. Aber bevor es dahin geht, dürfen wir erstmal ein bisschen uns die Schlüssel tauschen, denn eine Probefahrt mit einem anderen Fahrzeug ist ja natürlich auch noch schön. Oh fuck. Nein. Das heißt Switched Edition und dementsprechend ein kurzer Cut und wir sehen uns gleich in anderen Fahrzeugen wieder. Nee. Jawohl. No way. Hey, oh, no way. Ja. Saugeil. Ja, auf den ersten Blick hat sich nur hier und da ein bisschen was im Design geändert, aber tatsächlich sind da andere Fahrer drauf und ich glaube, drei Leute durften ihr Fahrzeug behalten. Da haben sie sich auch sehr drüber gefreut, manche aber auch nicht. Wir gehen es ganz kurz durch. Andy hat den Aston von Vince bekommen. Ich habe den Mazda von iBronx bekommen, iBronx wiederum den Ferrari FF von mir, da haben wir mal einen schönen Tausch gemacht. Ich glaube, Yoshi hat sein Fahrzeug behalten, Kai hat den Ferrari von... Nur 24 Stunden Racer. Danke, genau. Nivo hat den Corsa von... Skrex. Ja. Okay, Asset hat Camaro von... Nivo. Okay, Pluto hat es behalten, das weiß ich noch, nur 24 Stunden Racer hat die Julia von... Ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube, es war Kai auch ein Tausch, ja, oder? Genau, Kai, einfach ein Tausch. Auch ein Tausch, ja. Der Zufallsgenerator, der ist so zufällig, kann der irgendwie nicht sein. Das war nämlich schon ein bisschen spooky. Crapper hat es auch behalten, ne? Ja. Ja. Scrax hat den... Ja gut, da muss man nicht drüber reden. Hat sein umgebautes Lego-Fahrzeug von Andy bekommen.
Und Vince hat den Volvo von was? Von Scrax war es, oder? Chris war es. Ah, von Chris. Der Zufallsgenerator durfte kein Porsche auslosen, der war irritiert. Ich hatte deswegen so viele Fehlermeldungen mit Fehlercode P.O. Porsche. Porsche. So, Porsche. 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 So, wunderbar. Dann machen wir jetzt aber endlich das Track Race. Da müssen wir doch hier so noch eins haben wahrscheinlich. Jawohl, so ist es. Ja, und leistungstechnisch habe ich sogar eher mehr jetzt drin. Also zumindest mal Drehmoment habe ich mehr. Ich weil auch. Da kam der FF, kam dann nicht so über die 1000, weil ich ja den Racing V12 drin hatte. Leistung hatte ich aber im FF ein bisschen mehr, hat aber auch mehr Gewicht. Problem ist, bei dem Mazda wurde mir schon vermittelt, ich habe es nicht jetzt getestet, das ist eine Überraschung für mich. Er kann keine Kurven fahren, aber brauche ich jetzt beim Track Race auch erstmal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, ich habe dreimal so viel Leistung. Kleiner Tipp schon mal an dich, iPronx. Das Getriebe, du hast 7 Gänge und die sind nach dem ersten wohlbemerkt, sehr, 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 sehr schnell ineinander. Du kommst eigentlich nie unter 9000 Umdrehungen. Das ist, kann man mal so sagen an der Stelle. Manche Fahrzeuge werden froh, sie kommen überhaupt bis 9000. Entspannte Sache. Chris? Ja? Was hast du denn da mit dem Ding gemacht, Alter? Der Motor klingt doch mal komplett abartig. RB26, habe ich doch gesagt. Wenn ich hier hochdrehe und zeige, was du für einen Motor in den GT12 eingebaut hast, dann hast du dich über gar nicht mehr zu beschweren. Warum hast du das gemacht? V12 oder was? Mit Biturbo. Oh Gott. Oh meine Fresse. Ich habe zu viel Geld gehabt. Da habe ich gesagt, rein mit Holger. Ja, dann einfach rein mit. Ja, ist richtig. Ja, hab ich auch gemacht. Ich habe auch gar nicht geguckt, ob ich mit dem Serien-FF-Motor mehr Leistung rauskitzeln hätte können. Ich habe auch gedacht, ach komm, scheiß drauf. Ich kann es mir leisten. Ich baue jetzt wieder Racing. Scrax, an dich einen Tipp auch allgemein für deine Fahrt mit dem Mitsubishi. Wenn du denkst, du fährst zu schnell, dann mach dir dringend Gedanken darüber. Weil das kann nicht passieren. dann hast du das Field of View wahrscheinlich zu hoch möglich. Eingestellt, wenn das der Fall ist. Ja. Was soll ich an dem Team sehen? Da ist schon irgendeiner nicht angekommen. Ja, ne, der ist vorher schon rausgeflogen. Der kämpft schon auf den letzten Platz, hab ich das richtig verstanden? Ja. Aber dann ist es jetzt halt so. Ja, ja, einer ist raus, aber das regeln wir gleich danach. Ist jetzt fürs Track Race, glaube ich, nicht so ganz so wichtig. Die meisten sind ja dabei. Gott. Holy shit! Junge, was hat der Go! An die Ziel! Gib, ey! Du hast nicht umsonst gefühlt 10 Turbo lang. Mein eigenes Auto zieht mich ab! Tschüss! Das Lustige ist, das zählt nicht mal als Zieldurchfahrt. Shit, ich muss nochmal zurückfahren. Nur Tor in den Top 10. Ich sehe nur ein Auto, wie das so rennt. Ja, ich dachte schon, wenn ich schon mal ganz rechts bin, dann kann ich auch nochmal den, hey, das ist ein 31 Sekunden Auto. Ich meine, ich dachte, ich habe disconnect. Oh Gott, ich habe aus meinem Volvo ein Monster gebaut. Ja. Ich dachte beim Start auch so, Moment mal. Ja, da hab ich einen Abflug gemacht. Ich glaube, die Flügel waren falsch remontiert. Ja, also auf einmal stand Downforce, gab's Upforce eher. Aber wenigstens warte, bis die erste Kurve kommt. Oh nee, die erste Kurve. So, jetzt geht's aber ums Eigentliche. Jetzt werden wir natürlich wieder in den Teams unterwegs sein. Die erste Disziplin, die uns erwartet, wird eine richtig spaßige Angelegenheit, denn sie wird im Sommer stattfinden. Oh. Und wir müssen ja natürlich jetzt gucken, dass wir alle wieder in die Lobby kriegen. Deswegen ganz kurzer Cut und bereit zur ersten Disziplin. Skandal! Wir fahren gar kein Rennen. Überleben steht an. Und Skandal, ich bin im Team Grün statt Rot. Ne, ich bin im Team Blau, habe ich gerade noch vernommen, obwohl ich ein rotes Fahrzeug habe. Du nicht. So. So. Teams sind auch von den LIs sehr, sehr gerecht verteilt diesmal. Das macht Hoffnung. Ja. Oh mein Gott. Scrax, komm her. Ich kämpfe mit dem Fahrzeug. Danke. Ich kann nicht mal die Rampe hochfahren. Hey, was ist das? Mich heilen. So. Ja, wenn man halt so einen Kasten fährt. Oh Gott, wie bist du denn? Na, mich? Ja, vor allem, ich gebe nicht mal Vollgas. Ich habe nur so 3/4 Gas gegeben, weil das mir zu viel... Ja, das Ding dreht übelst durch. Ich guck so. Oh Gott, Scheiße. Oh, Gas. Das ist so eine richtige Kanonenkugel, du. Ey! Ja. Nein! Ja! Ich fühle mich wie so eine Pistole einfach. Einfach so ausrichten. Ja, ausrichten, voll frei. Der gehört mir, Hochmann. Ja, komm.
Der gehört mir. Nee. Oh nein! Schon wieder! Ja, fuck! Heidron, der war krass. Boah! So nicht. Na, ach komm, ich hatte dich vorhin schon infiziert. Max, nein! Nein! Ja. Hallo! Alle auf Kai! Auf da! Ich hab mal, wir fahren entgegen. Ja. Oh shit, was zur Hölle! Warum liegt hier ein Wolf rum, Alter? Ja. Good job, good job. Scheiße. Das sind die Teams unfair, das ist der Wahnsinn. Also ich weiß die nicht, wie sollen wir so einen Sack Schrauben irgendwie. Die Teams irgendwie. Sind total balanced, man. Ich weiß gar nicht. Ja, ich guck so. mal abwarten. In den letzten Wheelspin-Folgen war es so, dass nach jeder Disziplin durchgetauscht wurde. Als ich gesehen habe, dass der Alex die Mitte sagt, der dauert eh jetzt, bis er rankommt. Ich wusste aber nicht, dass er einen Index von 970 hat. Ey, ich bin übelst langsam. Ich habe so vielleicht 50% Gas gegeben, bis ich dann so ausgerichtet war. Dann habe ich ein 3/4% Gas gegeben. Bin dann übelst nach vorne geschossen. Ich habe ein bisschen Angst, voll durchzudrücken, wenn ich ehrlich bin. Ach. Hat nur einen kleinen Turbolader bekommen. Beim Wagen ist nichts passiert. Ja, so viel dazu. Direkt mal. Direkt mal. Ja, direkt mal hängen geblieben, ey. Nivo? Ja? Ach, du fang mich doch! So, ich bin ja Überlebender, ich bin so dumm, ich will die gerade alle fangen und merke gerade so, ups, halt mal. Ja, passt, das passt. Ist ja die Rückrunde, jetzt hatte ich aber übelst Glück. Ich bin schon infiziert. Also, die hätten mich alle schon übelst easy, glaube ich, alle bekommen können. Nivo, bremst mal bitte kurz. Nivo, bremst kurz. Ah. Oh shit! Wie lange müssen wir denn? Eine Minute, ey, ja, easy. Danke. Oh mein Gott. Aus, ja. Ist der Causal-Schleuder? Also der FF fährt sich richtig geil, Alter. Ui. Ja, der FF ist auf jeden Fall besser als der Mazda, das ist, stimmt auf jeden Fall. Hallo, Drakes! Geil, aber nicht für dieses Terrain gebaut. Ne, der ist halt so riesig. Ja. Wobei ich habe ihn extra ein bisschen weicher und höher gelegt. Also weicher gemacht und ein bisschen höher gelegt. Ja, das merkt man, aber das Ding ist halt irgendwie ein Panzer, ne? Das nein! Ist so ja, klar. Komm ja, hier, komm hier! Hä? Alles klar. Tschüss, Drakes. Das auf den Digger einen bekommen hat. Ja. Ja, das dicke Ding hat mich Lapper. Einen. Ah. Ja, nein, Greg, du kriegst ihn nicht. Alter, das Ding geht keine nein, Kurve, ey. Oh, ja. Nee, keine Kurve, du. Ebenfalls. Alle fahren vor mir weg. Ja. Nee, jetzt auch nicht mehr. Fuck off. Scheiße. So, damit gewinnt Team Blau. Und. Ganz knapp. Ganz knapp, ja. Geht mit 1-0 in Führung. So, dann gucken wir doch mal, was uns denn als nächstes erwartet. Ich kann euch schon mal versprechen, das wird kein Minispiel sein. Und, ein großes Spiel. Wer fällt ein? Es wird ein Großspiel sein. Genau. Tja, wunderbar. Dann sehen wir uns einfach da. Ja, ein großes Spiel in der Tat. Wir fahren querfeldein mit dem größten Sprung, den es wahrscheinlich gibt hier im Spiel. Und da gucken wir doch mal, wie wir. Oh Gott. Zum Glück habe ich auch kein Turboloch im Touareg. Hey, der kann gute Ferrari. Chris, das ist doch was bekannt. Hui! Danke, ich habe einen Offroad-Aufbau gemacht. Oh Gott! Ah! Ein Sprung! Juhu! Solange es gerade ausgeht, ist okay, aber sobald. Oh Gott. Oh. Raider, ja, kommt mit Kurve, aufpassen, so ziemlich jetzt. Ja. Entschuldigung. Mein Auto fliegt das Offroad gemacht. Jungs, also das die Camaro. Die Camaro kann ungefähr nix. Ein Sprung und die Kiste fliegt irgendwo hin. So Orbit oder was? Naja, dafür hat der Corsa seine Probleme beim Land. Schieb! Schieb! Nein! Oh, ein Pluto. Na, wenigstens krieg ich den noch. Scheiße, der ist im gleichen Team. So, mit Springen kenne ich mich ja eigentlich aus in der Folge, deswegen gucken wir mal, wie weit es oh, geht. Nein! Oh nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Oh shit, ich überflügel euch alle. Denke, Alter, wie weit? Wie weit? Nein! Ich hab 360 oh, nein, und so, weiter geht's. Nein! Alter, U-Turn. Komm. Nein! Aua. Ray, komm her! Ich muss kein. Ich darf kein Gas geben. Sobald ich Gas gebe, geht's nur noch geradeaus. Ich glaub, du hast vergessen, die Lenkung. Nach dem Motorswap wieder einzubauen. Ja, die habe ich draußen gelassen. Oh, Schiebung! Übersetzung, Strohbesen. Was sind dessen für Kombis da vorne? Was ist das für ein Kombi?
Zombies. Ferrari zu schnell. Da müsste doch genauso untersteuern haben wie ich. Ey, das ich bin anders am untersteuern, aber ich hab auch irgendwie eine Hand. Der kommt überhaupt nicht wieder, was soll denn der kacken? Ich wünschte mir gerade einen Volvo zurück. Ja, der geht ganz gut da vorne auf jeden Fall. Ich hätte auch lieber meinen Corsa wieder. Aber ich habe wenigstens Allrad und jede Menge Leistung. Also everything I asked for. Sei froh, dass du deinen Corsa also nicht hast. Also der lässt sich tatsächlich sehr gut fahren, nur halt, wenn es wirklich diese Unebenheiten halt richtig kicken, dann ist er echt scheiße. Mein Auto ist das Fahrwerk ein bisschen her. Ich habe das Fahrwerk ein bisschen härter gemacht gehabt, weil, naja, das Ding hat vorher ungefähr keine Kante. Der Abschwung ist mal richtig eine Banane. Alter! Oh Gott! Nicht schon wieder. Oh, look a Penny! Oh, oh, ich finde das wird ein bisschen besser diesmal. Yubi! Komm, ich muss bremsen. Nein, nicht schon wieder ein Überschlag, ey. Au. Der Volvo geht ja mal anders im Gelände. Und das für ein Kombi! Ist das für ein Kombi? Kombi los! Vorderkante. Fährt sich der McLaren im Offroad? Ey, gar nicht. Wer hätte so ein Maulwurf in der Erde am Schlurfen. Ja, ist es halt wirklich. Wenn wir, das ist bald in meinem Winter fahren, kannst du dann Schnee schippen. Ja, also Chris, dein Power-Rally-Volvo, der überzeugt gerade anders. Nee. Ich wusste, dass ich baue noch irgendwas. Ich kämpfe gerade mit der Camaro gerade mit Grip-Problemen vom anderen Stern. Andi, wie viel Spaß macht der vor 12? Oh. Ich finde dich. Das ist mein Core. Ich finde dich. Mein Volvo macht mich gerade ungefähr den ersten Platz. Was hat der Volvo für eine Motorisierung? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ein RB26 aus dem Skyline-Halt. Woo! Ab dafür! Alter, wie weit ich halt springe, ey, das ist so krass. Kann das Ding auch mal gerade abspringen? Voll. Nein. Ja, das ist ja nur halb so lustig, wenn man gerade abspringt. Nein. Ich glaube, ihr habt die Führung da vorhin weggeschmissen. Schade. Sorry, Chris. Jungs, ich sag's euch. Ferrari-Kombi. Oh, was für Ferrari, Alter? Der Volvo ist schneller. Am Arsch? Der war besser. Im Längen. Ich hab's überlebt. Also ich kann ja sagen, das Getriebe geht bis 380 und das schafft er irgendwie auch, der Volvo. Ja, das ist tatsächlich so. Spiel, danke. Nein, komm rum. Nein, der ist schon gleich noch ein. Komm, ich komm noch ins Ziel. Also für 1700 Newtonmeter ist der Tour noch echt langsam. Jawohl. Okay. Ja, aber mit dem Auto fahren. So, richtig. Die Blau holt den nächsten Punkt, damit 2-0 für Team Blau. Und nachdem wir jetzt ein Minispiel hatten und einen großen Sprung hatten, kommt natürlich jetzt was. Keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Es kommt auf jeden Fall was zum. Ey, was ist heute mit den Spins los? Also heute ist echt. Ich glaube, wir nehmen hier nach nochmal einen Spin auf für in ein paar Wochen oder so. Weil ich glaube, heute könnte gut sein. Nein. Es steht tatsächlich jetzt mal was auf dem Asphalt an, was uns natürlich alles sehr freut. Und was aber genau, das finden wir jetzt raus. Ja, also das mit dem Asphalt hat zwar gestimmt, aber den müssen wir leider unter einer Schneedecke suchen. Wir fahren Rundkurs. Ja, auf der Schnee. Und ich bin in Team Rot. Ja, tatsächlich. Das war so klar. Ach, Wind. Scheiße. Ja, der Chris hat leider da hinten noch ein paar Sacke Schrauben vergessen und die haben mich gut rausgezogen. Der Camaro fehlt Leistung. Was ist da los? Libo, was hast du getan? Motorswap war leider nicht drin. Jetzt solltest du kein Motorswap machen, aber wäre es ein Kompressor oder sowas? Nee, hat er schon serienmäßig, gell? Nö. Der hat Turbolader gekriegt. Der Turbolader. Ja, und der Offroad-Fahrwerk. So. Ich werde immer wieder mal gefragt von jüngeren Zuschauern, also ich gehe mal davon aus, dass die jüngere Zuschauer sind, oder sagen wir von Zuschauern, die nicht so viel Forza-Erfahrung haben, warum ich denn so oft in den Let's Plays nicht immer alles reinbaue. Ist es denn überhaupt sinnig? Und ja, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel wieder mal, wo man halt zeigt, ja, ich habe zwar Leistung und dank dem Allrad bringt er den auch irgendwie auf den Asphalt, aber in den Kurven kriegt er das halt nicht umgesetzt und man sieht, wie doch Fahrzeuge, die bestimmt deutlich weniger Leistung haben und auch einen niedrigeren Index haben zum Teil,
nach vorne kommen. Und das ist der Grund. Das ist halt kein Need for Speed oder auch kein Deck Crew, wo einfach ein höheres Tuning-Teil gleich besseres Fahrzeug am Ende resultiert. Und ja, das ist das anschauliche Beispiel dafür. Oh nee! Ist aber, finde ich, auch besser so. Nee, das, natürlich ist es besser. Das ist halt, es ist zwar hier immer noch ein Arcade Racer, aber halt trotzdem noch irgendwo noch den Bezug zur Realität, weil in der Realität baust du auch nicht einfach nur rein, Hauptsache ich habe Leistung. Ja. Nicht? Ja, aber auch die fährt sich ja dann scheiße. Also wollen wir nicht drüber reden. Also hättest du die Zugstufe hinten härter gemacht, bist dann natürlich jetzt hier weniger Probleme. Das schon ein bisschen, du hast 1,65er Stabis, jetzt beschwer dich nicht. Das ist nicht genug. Ja, also, ich bin mittlerweile der Meinung, dass diese 1,65er Stabis bei den wenigsten Fahrzeugen wirklich gut funktionieren. Du kriegst über die Dämpfer, kriegst du viel geilere Tunings hin. Also das, ich würde sagen, die viel besser um die Kurven gehen. Ich habe nämlich bei dem FF tatsächlich auch als ersten Schritt einfach mal die 1,65er reingemacht. Und das fuhr sich einfach scheiße. Hab direkt das wieder etwas reduziert und dann über die Dämpfer das ein bisschen gelöst, war viel besser. Ich hab's halt beim Essen 1,65 war ja aus Prinzip nicht, weil ich die Einstellung Quatsch finde. Nee, es funktioniert auch gar nicht so geil, wie manche immer denken. Es geht besser, glaub mir. Also ich hab auch, selbst in den extremsten Tunings, die ich gemacht habe, also meine X-Line-Tunings, habe ich in keinem Fahrzeug 1,65er Einstellung drin, weil das Quatsch ist. Du bist langsamer damit und das Auto wird super unruhig auch beim Kurven-Exit dabei. Da habe ich das Rennen tatsächlich hinter dem GMC beendet. Also ja, wollte gerade sagen, ey. Aber komm! Knapp. Nein! Oh, shit! Ich bin gerade in die letzte Runde rein. Hey, mein Auto ist erster. So. Aber dafür, dass sie so dicke License-Index hat und so krasse Autos, dann konnte ich mit der Camaro jetzt da vielleicht doch ein bisschen mithalten. Hat, ja, aber genau das ist ja halt der Punkt, ne? Also, die Leistungsindex sind zwar hoch, aber das, was sie so hoch treibt, kannst du halt in solchen Sachen gar nie ausfahren. Also, du fährst jetzt halt Autobahn und Chris, nur falls es dir nicht aufgefallen ist, dein Camaro hat 942 LE. Ja, ich weiß, aber 948, 973 und wir sind die ganze Zeit auf einer Höhe gefahren. Also, das war jetzt echt knapp zum Schluss. So, das war die dritte Disziplin. Damit gewinnt Team Blau auch direkt das Ganze. Aber wir machen trotzdem alle fünf Disziplinen durch. Und als nächstes, nach dem Rundkurs kommt der Sprint. Und deswegen schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, die Ränder auf Asphalt, die haben wir gern, ne? Heute. So, ich fahre da mal nach vorne, schub euch ein bisschen Schnee. Mir ist gerade erst aufgefallen, standen ja gerade der FF und der F12 vorne. Mir ist gerade erst aufgefallen, wie unfassbar ähnlich die sich in der Front sehen. Ich glaube, die sind auch aus derselben Generation, oder? Ja, klar. Dass die sich ähnlich sind, war mir schon klar. Aber das sind ja viele Elemente fast 1:1. Also. Die sind ja von innen fast gleich. Absolut das gleiche Auto, nur als Kombi. Kombi! Krepper, Alter. Ich wollte mal sagen. Mazda, voll die Drift-Show. Und hier ein Wall-Tap und da ein Wall-Tap. Und lass da also nochmal komplett in die Wall-Tap. Ich darf das ja nicht. Oh, also, mal egal, wie oft Andi einen wünschen würde, wenn man es macht. Bitte bauen wir beim nächsten Mal auf den Enforcer-Spoiler auf den Volvo drauf. Oh, nein. Ja. Du, in Wheelspin muss man Mut zur Hässlichkeit beweisen. Sonst hat man das Format nicht verstanden. Ja. Sowohl optisch. Ich verkneife mir jetzt den doofen Spruch auf die Vorlage. Ich habe Volvo aufgebaut, was willst du jetzt? Der ist doch schön. Wunderschön. Sowohl optisch als auch. Nein. Technisch. Technisch, ja. Technisch kann man jetzt da wahrscheinlich relativ wenig sagen. Wenn er jetzt kein RB26 hätte. Wir wissen ja alle, dass die Diva unter den Motoren, aber. Mein Auto kann ich lenken. Wenn der RB26 ja wenigstens so klingen würde wie ein RB26, dann können wir da ja nochmal drüber reden. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mich richtig freuen in dem Spiel, ja. Aber es ist ja wieder 2JZ, der klingt ja auch wie so ein Schraubenpaket. Ja. Was ist mit dem Master los? Was ist mit dem Master los? Ja, diese schnelle Kurve da ein bisschen. Der hat Kurztraktion und dann nicht mehr. Der hat halt Power. Aber hey, das war es dann auch. Hüttenpower. So, jetzt fehlt es mir wieder. Jetzt fehlt es mir wieder oben raus in der Camaro. Oh mein Gott. Der Schnee hat das Untersteuern jetzt ganz gut ausgeglichen. Oh mein Gott.
Oh Gott. Wall-Tap at its best, ey. Jawohl. Also du hast ein gutes Winter-Performance-Tuning gemacht. Ey. Ich hasse mein Auto im Winter. Ja, das ist halt der Trick dran. Ich baue die immer ein bisschen mehr Untersteuern, dass die mir im Winter nicht so scheiße wegfliegen. Natürlich. So. Ja, ich hab kalkuliert. Team Blau holt sich den vierten Sieg, damit steht es 4-0 und wir machen das natürlich ganz klassisch, wie auf dem Pausenhof letztes Spiel entscheidet. Deswegen gucken wir mal, was uns denn jetzt gleich entgegenspringt. Okay. Ich glaube, das wird vielleicht einige freuen, was jetzt am Ende kommt. Aber was es genau ist, das sehen wir gleich. So, einmal dürfen wir den Asphalt dann doch noch sehen. Nochmal ein Sprint im Sommer. Tschüss, Ludo. Ja, tschüss. Oh mein Gott. Tschüss, Kai. Ja, genau. Ja, ich bin dir fast schon hinterhergefahren. Ja, ciao. Also, je länger die Folge geht, desto schlechter lässt er sich fahren, der Wolf, muss ich ehrlich sagen. Das macht auch absolut Sinn, dass ein Auto in einem Spiel, wo die Autos nicht schlechter werden können. Dann hatten wir es im Winter, das ging noch und jetzt ist das Auto halt einfach komplett so das, was Chris am Anfang meinte. Du wirst die Kurven merken, wie das wird. Ich behaupte immer noch, dass der Fahrer ist, der abbaut, nicht das Auto. Aber bei Vince auch ist der Fahrer, ja. Ich habe in die Tuning-Beschreibung Good Luck geschrieben. Ja, ist doch nett. Schon, ne? Besser wie Shit Happens oder so. Also ich kann nur sagen, der Kurs ist auf rutschigen Untergrund besser. Ja, der hat auch Offroad-Reifen, glaube ich, ne? Das würde das erklären. Nee, der hebt in jeder Kurve das Hinterbein. Ja, das macht er aber sowieso gerne. Beinchen hebt dich. Das mit dem Beinchen, hab ich ja vorhin schon gesagt. Naja, das hatte ich auch schon in der Folge mal. Ach ja, das war dann 150. Oder 100. Aber aus den kleinen Hot Hatches kannst du dir halt in der Regel echt geile Offroad-Karren bauen. Ja, richtig, ja, so schön im BRC-Style. So. Ja, ja, auf jeden Fall. Die machen aber auch Bock, Laune auf den Asphalt wirklich mit als Frontkratzer zu lassen. Das macht echt Laune. Naja. Ich weiß ja, dass ich mit den Megane 2018 beispielsweise mal fürs Gelände aufgebaut habe. Ich hatte den Spaß meines Lebens dabei. Ja, die Dinger sind auch geil. Das sollte man echt nicht unterschätzen. Aber auch da wieder die Devise, halt nicht einfach sinnlos alles reinklatschen, weil dann ist es eher Frust statt Lust. Ja, genau. Die Duckenwelle kannst du rauslassen, der Rest alles rein. Ja, aber die macht auch schon viel aus, also ja. Ja. Ach, echt voll. Aber länger konntest du die Gänge auch nicht stellen, Vince, oder? Was? Der vierte geht bis 300. 500, oder? Ah, der sollte eigentlich so bis 370 gehen. Das ist schon deprimierend. Dann erinnert nichts daran, dass ich bei 300 noch im vierten war. Ja, was Gänge angeht, da bin ich leider. Ja, was mit dem Ferrari ist raus, meinst du? Der kommt aus dem Nix. Der Ferrari hat Top Speed. Ja, der Ferrari ist halt auch. Nein, ey, was machen die jetzt, Leute? Warum die alles Top Speed? Das geht nicht. Ja, da fehlt sich Camaro ein bisschen. Ist 23 am Ziel. 320 wäre schon. Kloto, du hast gewonnen. Ja. Ja, da waren wir mal so nett und haben nochmal hier alles entscheidend beim letzten Spiel gemacht, aber Team Rot wollte 330 nicht, im Ziel. So einen geschenkten Sieg annehmen. 91. Ich habe 3/4 vom Rennen geschafft. Ja, die Teams wieder optimal verteilt von Forza, das kann man so sagen. Man kennt's nicht anders. Für jede vierte oh, jetzt letzter Spin der Folge. Ich sehe was Gelbes. Könnte es tatsächlich wahr sein? Nee, ganz knapp. Aber trotzdem wieder 100. Also heute, was ich heute in der Ausgabe an Spins, also auch zwischen den Runden jetzt gezogen habe, das grenzt schon irgendwie an, jetzt kommt so alles, das, was mir die letzten gefühlt 100 Jahre verwehrt wurde in diesem Format, kommt jetzt so auf einmal alles zurück. Naja, egal. War eine super, 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 super spaßige Ausgabe. Also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Ja. Wenn es dir genauso ging, dann lass doch sehr, sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da, gerne auch Feedback in den Kommentaren. Check auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Vielen, vielen Dank an alle, die heute auch mit dabei waren.
Und dann bis demnächst. Mach's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.